Ja, hier wieder beim Koali und wir spielen heute wieder Magic. Also beziehungsweise spielen nicht. Ich wollte eine Booster-Öffnungsfolge machen. Ja, ich habe es getan. Ich habe Münzen gekauft. Haha. Und jetzt würde ich einfach mal hier 32 Booster mal kaufen und dann machen wir mal so einen richtigen Öffnungszeug. So, 32 Booster und schauen wir mal, ob wir coole Sachen finden. Ein Planeswalker wäre cool. Wir haben hier eine Feen-Missetäterin. In das Spiel kommt und falls du eine andere Kreatur hast, ziehe eine Karte. Okay. Todesbrücken-Schamanin wirft einen Gegner normal eine Karte ab. Wenn die stirbt, das wäre was für unser Deck. Also für unser Opferdeck. Weil die Mehrwert vom Sterben einer Kreatur hat, ist immer gut. Das ist wieder die Mauer 06. Doppelschlag 2-2. Ja. Den kennen wir auch schon. Der Seelenblume kann nicht blocken. Schicke zwei andere Kreaturenkarten aus dem Friedhof ins Exil. Bringe den aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Ja, weiß nicht. Nächste. Da ist sie nochmal. Sehr schön. Ich glaube, die nehmen wir auch dann ins Deck mit auf. Was haben wir denn noch hier? Wenn die Klerikin ins Spiel kommt, erhältst du für jede Kreatur zwei Lebenspunkte, die auch so heißt. Okay. Plus 1, plus 1. Tappe eine Kreatur. Ja, die ist stark, die Verzauberung. Also so ein Verzauberungsdeck wird, denke ich, jetzt auch nochmal kommen. Fähren und Flammen. Ja, Direktschadenszauber, der ist cool. Ja. Turmgeist. Schau die obersten zwei Karten im Bibliothek an. Nimm, ja, der ist super. Und haben wir eine Sphinx. Ins Spiel kommt, zeigt jeder Gegner die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst den Namen einer auf diese Weise aufgedeckten Karte, die kein Land ist. Deine Gegner können keine Zaubersprüche mit dem bestimmten Namen wirken. Okay. Krasse Kacke. Aber auch teuer mit 7 Mana. So. Das ist sehr schön. Das ist eine gute Karte. Roxmalmer. Boom 2. Die wird halt relativ fix stark. Und hat Trampelschaden. Kreaturen, du kontrollierst jetzt bis 12 plus 1 bis zum Ende des Zuges. Ja. Oh, die ist stark. Schleichweg der Liebe. Eine Kreatur der Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Sehr, sehr krass gut. Elementarer Bund. Ja, Karten ziehen, immer gut. Und ein Mystic Rare. Solange ein Gegner keine Kreaturen kontrolliert, hat Erebus Titan Unzerstörbarkeit. Ja, super. Das wäre andersrum, ist cooler. Immer wenn eine Kreaturenkarte den Friedhof eines Gegners verlässt, kannst du eine Karte abwerfen. Falls du dies tust, bringe Erebus Titan auf deinen Friedhof, aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Okay. Ja, ich weiß nicht. Fällt mir jetzt noch nicht so super gut. Ah, das ist was für unser Opferdeck hier. Opfer eine Kreatur. Und die kriegt plus 2 bis zum Ende des Zuges. Sehr schön, sehr gut. Wenn die ins Spiel kommt, minus 1, minus 1. Ein Elfendeck kommt langsam auch wieder. Also ich müsste ein paar Mana-Elfen noch geben. Dann kommt das ins Spiel. Aber ich weiß nicht, ob es in hier in dem Format überhaupt Mana-Elfen gibt. Ich habe bis jetzt noch nie Mana-produzierende Kreaturen groß gesehen. So, da haben wir schon die zweite von, sehr gut. Und hier ist auch der Kauler neu. Der ist ja auch schon in unserem Deck drin, wo ich den vorher für stärker gehalten habe, als er eigentlich ist. So, der Hypnodieb. Plus minus 2, minus 0 bis zum Ende des Zuges. Ja, Karten ziehen und den Gegner ein bisschen verschwächen ist immer ganz gut. Und ein Kreaturentapper. Auch sehr schön.
So, die dritte Kreatur hier. Ja, 3-1. Sehr schön. Der Wolf erhält +1/+1 für jeden anderen Wolf. Ja, also für den, der gleichen Namen hat. Eine Elfenschamane. Ja. Inkarnation Syndikas. Stärke gleich der Anzahl der Länder, die du kontrollierst. Auch stark. Immer wenn du einen Verzauberungszauber wirkst, lege ein +1/+1 Marke. Ja, die sind auch ganz gut. Ah ja, das kennen wir auch schon, das Siegel des leeren Throns. Immer wenn du einen Verzauberer bringe einen Engelspielstein mit Flurfähigkeit ins Spiel. Ja, also das Verzauberungsdeck, ich denke, das bauen wir uns dann nachher irgendwann mal. So, was haben wir hier? Noch ein Elfenbogenschütze. Verliert dir der Gegner, der keinen Elfen kontrolliert, einen Lebenspunkt? Ja, perfekt. Titanenstärke, eine Kreatur, man erhält +3/+1. Hellsicht 1, das ist gut. Sehr stark. Macht der Massen. Ja, den kennen wir auch schon. Regenerierender Troll. Ah, und hier, ja, genau. Immer wenn der Gegner eine Kreatur gegen das Ziel eines Zaubersprungs wählt, übernehme diese Kreatur. Ja, ich weiß nicht. Wenn es ein Blau kosten würde, würde ich den in unser Deck hinzufügen. Aber vielleicht tue ich das trotzdem. Mal sehen. Also ein bisschen Blau dazufügen. Könnte auch so das Deck extrem schwächen. So. Stärken. Aus dem Knochen lesen. Das ist stark, finde ich. 3 Mana. Wachstum können wir auch. Der könnte auch was für unser Deck sein. Weil wir davon eine Karte ziehen, wenn der stirbt. Hypnodieb. Ja. Immer wenn er ins Spiel kommt, schicke die oberste Karte, dann wird das Exil. Bis zum Ende des Zuges kannst du diese Karte spielen. Ja, weiß nicht. In so einem Spontanzauberdeck wäre das vielleicht nicht so schlecht. Zauberdeck allgemein. Wo viel günstige Spells drin sind. So, hier können wir wieder mit Thopton spielen. Das ist auch cool. So ein Thopter-Deck. Kennen wir. Durchsuche deine Bibliothek nach 2 Waldstandard-Landkarten, zeige sie offen vor und bringe eine davon getappt ins Spiel und nimm den Rest auf deine Hand. Ja. Auch ganz gut gegen Gegenverzauberungsdecks dann, ja. Solange der Erzengel ungetampt ist, können Kreaturen weder dich noch einen Planeswalker, den du kontrollierst, angreifen. Das ist stark. Falls du nicht einen für jede Kreatur bezahlt, okay. Der ist eine sehr starke Karte, aber ist auch eine Mystik, der muss auch stark sein, nicht wahr? 3 weiß ist allerdings nicht so einfach. Hier haben wir, glaube ich, unseren ersten Planeswalker. Jawohl, wir haben Chandra. Immer wenn du einen roten Zauberspruch wirkst, enttappe Chandra. Chandra fügt einem Spieler deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Falls Chandra in diesem Zug 3 oder mehr Schadenspunkte zugefügt hat, schicke sie ins Exil und bringe sie transformiert unter der Kontrolle ihres Besitzers zurück. Okay. Doppelseitige Karten. Dann kann ich mir jetzt die andere Kartenseite angucken. Ausgelöste Fähigkeit. Ich würde mir gerne die andere Seite angucken, was Chandra da kann. Kreatur legendär. Nee. Okay. Vielleicht müssen wir die erstmal spielen, damit wir das gucken können, was sie kann.
Gut, was haben wir denn noch? Den Geist kennen wir schon. Kann ich alleine angreifen? Ja. Kennen wir auch schon. Die kennen wir auch schon. +2/+2 und Flugfähigkeit. Und opfere 2 andere Kreaturen, regeneriere diese Kreatur. Die ist auch ganz gut, ja. So. Den Taktik. Ja, kennen wir. Das ist eine starke Karte. Ja, die kennen wir auch. Ruf des Vollmonds. Ja. Opfere zu Beginn jedes Versorgungsmoments, ein Spieler im letzten Zug 2 oder mehr. Ja, okay, ist dafür aber auch extrem billig, ne? Ja. Lege eine Kreatur dann mal oben auf die Bibliothek ihres Besitzers. Hellsicht 1 ist auch sehr stark. Und noch ein Siegel des leeren Throns, das kennen wir auch schon. Sehr gut. Griff des Chiromanten. Ja, kennen wir. Ritterin des Pilgerwegs. Ja, läuft. Der ist vielleicht auch was für unser Opferdeck. Obwohl, ich bin eher für destruktive Sachen. Mein Kartenziehen oder so ist immer ganz gut, aber 3 Lebenspotenzial, ja, vielleicht ein oder so. Der ist stark. Für ein Zombie-Deck. Aber generell für ein Reanimationsdeck ist das ganz super. Decke die obersten 5 Karten in der Mitte. Du kannst eine davon auf die Hand nehmen. Lege den Rest auf den Friedhof. Auch sehr stark für ein Reanimationsdeck. Ja. Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt jedem anderen Kreatur und jedem Gegner Schadenspunkte mit einer Stärke zu. Die ist stark. Super gute Karte. Finde ich so. Sich verziehen. Ja, eine Bounce-Spell. Klaustrophobie, super Karte. Die kennen wir auch schon. Den kennen wir schon. Der marodierende Fleischsack. Jeder Spieler opfert eine Kreatur, wenn der ins Spiel kommt. Könnte auch was für unser Deck sein. Aber nur, ich weiß nicht, man müsste es testen. Und hier wieder eine Kreaturentappe, den kennen wir schon. So, der untote Diener. Warum kann ich das gerade nicht angucken? Irgendwie spackt es gerade ein bisschen rum. Hallo, ich möchte mir das bitte angucken. Gucken wir mal, so wir entziffern können, wie ins Spiel kommt. Ja. Also der bringt Zombies ins Spiel, wenn man mehrere von dem hat. Zerstörte Kreaturen der Wahl, ja. Ah, jetzt kann ich sie groß machen, okay. Da habt ihr gesehen. Zerstöre. Und jetzt haben wir hier. Hellsicht 2. Ja. Ja, nicht so schlecht. Allerdings für 3 Mana, ich weiß nicht. Kannst du ein Artefakt oder eine Verzauberung in der Wahl zerstören? Ja. Den haben wir jetzt inzwischen, glaube ich, schon 3-mal. Was haben wir hier? Nur wenn eine bleibende Karte, die ein anderer Spieler besitzt, aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Ja, weiß nicht. Für 6 Mana und 6 Fliegen ist, ja, ist okay. So, ein blauer Zombie. Verliert jeder Spieler 2 Lebenspunkte, wenn ins Spiel kommt. Boah. Ja.
das kennen wir auch schon. Das ist nett. Ganz, das, die Karte kennen wir auch schon. So langsam doppeln sich die Karten. Den kennen wir. Drachenfutter ist super. Das hatten wir auch in der letzten Edition unseres Opferdecks. Verteidiger, den kennen wir. Was haben wir hier unten? Ah, Fabda ins Spiel bringen. Jawohl. Und was haben wir hier? Ja, haben wir auch schon mal gehabt. Die kennen wir auch inzwischen. Den hatten wir sowieso in unserem Deck. Das Siegel der Tapferkeit. Ja. Ja. Fügt einer Kreatur in der Mühle 4 Schadenspunkte zu. Für 3, 4 Schadenspunkte, ja, warum nicht? Der Schluck von der Ghoul, ja, nichts Geiles. Nochmal Drachenfutter, sehr schön. Der Dolch kennen wir schon. Opfer eine Kreatur als zusätzliche Kosten. Ja, sehr gut für unser Opferdeck. 5 Schadenspunkte. Aber leider nur auf eine Kreatur. Ja, weiß nicht, ob es dies in unser Deck schafft. Leider nur eins auf Spieler und Kreaturen, wenn wir es sofort reintun. So, die Diebin kennen wir auch schon. Geas Rache kann nicht neutralisiert werden. Eile, oh, mit 8. Oh. Kann nicht Ziel von Zaubersprüchen, von nicht grünen Zaubersprüchen werden. Ja, die ist ganz schön gut, glaube ich. Nochmal Drachenfutter. Hm. Ja. Auch eine gute Karte. Zieht jeder Spieler eine Karte. Ja, ich habe ja eben auch gesagt, vielleicht schafft es die in unser Deck wegen den Karten ziehen, aber der Gegner zieht halt auch eine Karte. Das ist halt auch mal so eine Sache, ne? Decke die obersten 7 Karten in deiner Bibliothek und du kannst eine spontane Hexereikarte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Dann legt dieser Spieler den Rest auf seinen Friedhof. Ja. In so einem. Ja. Ja. In so einem Spontan-Zauber-Hexerei-Deck. Not bad. Oh, auf den habe ich gewartet hier. Sehr gute Karte von Elfendeck. Karten ziehen. Hoffentlich ziehen wir den noch öfter. Kann nur fliegende Kreaturen blocken. Ja, nicht so beeindruckend. Erstschlag, Ruhm 1. Für 3. Stärke 3 oder mehr. Ja, Hellsicht 1 für 2 Mana, 0-3. Ja. Und den kennen wir auch schon, der war ja super. War jetzt schon 2 von. Meuchler. Ja. Kennen wir alles schon. Kennen wir auch. Und hier angeblich die beste Removal-Karte im ganzen Set. Finde ich aber auch stark. Für 4 Mana minus 4 minus 4 ist stark. Müssten wir mal gucken, ob wir die irgendwie in unser Opferdeck reinkriegen, aber ich glaube, da passt sie nicht so hundertprozentig rein. So, kennen wir schon. Der ist stark, finde ich, weil ein fliegender 1-3 der schnellste nur 2-4er wird. Den kennen wir, glaube ich, auch schon. Hier, der hat uns ja letztens so übel mitgespielt hier, die Wurfmesser. Nette Ausrüstung. Der kommt auf jeden Fall ins Verzauberungsdeck.
Kannst du in der Bibliothek nach einer Ausrüstungskarte durchsuchen, offen vorzeigen? Ja. Also 2-2 für 2, der schnellste 3-2er wird und dazu noch Ausrüstungskarten raussucht. Ja. Wenn man halt viele Ausrüstung hat, ne? Macht das auf jeden Fall so. So, da ist wieder was für unser Deck. Es laggt gerade wieder, können wir wieder nicht groß und klein machen. Wir sind, glaube ich, zu schnell für meinen Computer oder so. Die kennen wir aber auch alle schon. Tappe eine Kreatur. Opfer eine Kreatur. 5 Schadenspunkte leider nur auf Kreaturen. Der muss in so ein Aurendeck rein. Ist aber allerdings mit 5 Mana auch teurer. Ja, toll. Und den Seelenklingen-Djinn kennen wir auch schon. So, kennen wir. Um 2. Ja. Elementar-Kreaturen-Spielstein, ja. Evolutionssprung. Opfere eine Kreatur, decke Karten von der Bibliothek auf, nimm eine Kreaturenkarte, lege den Rest unter in die Bibliothek. Der ist stark für unser Opferdeck. Allerdings grün. Aber vielleicht lohnt sich das zu splashen. Aber wie sage ich jetzt auch schon für das Blau, ne? Aber der ist eher einbaubar, weil nur ein Grünen braucht man im Prinzip dafür. Perfekt. Ich glaube, den versuche ich einzubauen. So, Bogenschützen kennen wir. Seelenraub, zerstöre ein Kreatur mit Stärke 3 oder weniger. Auch ganz nett. Was haben wir hier? Den Drachen. Ziehe zu Beginn des Ziels eine zusätzliche Karte. Okay, wirf zu Beginn des Endsegments alle Karten aus deiner Hand ab. Was ist das denn für ein Scheiß? Nee. Der gefällt mir nicht. So, jetzt backt es wieder rum. Kennen wir auch alle hier unten, die kennen wir noch nicht, glaube ich. Verzauberungszauber, die du wirkst, kosten mit Wirken einen weniger. Immer wenn du eine Verzauberung wirkst, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Oh, weiß nicht. Vielleicht. Schatten der Vergangenheit. Immer wenn eine Kreatur stirbt, was für ja, wende Hellsicht 1 an. Oh, das ist gut für unser Deck, ja. Jeder Gegner verliert 2 Lebenspunkte und du erhältst 2 Lebenspunkte. Oh, die muss auf jeden Fall rein. Kennen wir. Doppelschlag kennen wir. Was haben wir hier? Verursacht Trampelschaden, falls eine andere rote Quelle, die du kontrollierst, in der bleibenden Karte oder einem Spieler Schaden zufügt, dieser bleibende Karte oder dem Spieler stattdessen so viele Schadenspunkte plus 1 zu. Ja. Der Meteorit kommt. Ja. Ja. Greift in jedem Zug an. Die kennen wir auch. So ein bisschen so ähnlich wie diese Kreatur, die wir im letzten Spiel hatten. Ins Spiel kommt, bringe eine 5-5 Dämonen-Kreaturen-Spielchen Flugfähigkeit. Zu Beginn verlierst du 2 Lebenspunkte. Boah. Für 5, ein 5-5er und 2-2er. Ich weiß nicht. Kann gut sein. So, was haben wir hier? Fliegend, ja. Kenne ich. Wurfmesser wieder. Ja.
kennen wir alles schon. Nichts Tolles da. Verzaubert eine Kreatur. Ja. Oh, da ist die verräterische Tat. Die habe ich ja auch. Ja, super. Die muss ins Deck, klar. Wurfmesser wieder. Und das hatten wir eben, das habe ich ja schlecht vorlesen können. Hier, immer wenn eine Kreatur stirbt, wendet der Hellsicht 1 an. Ja, die muss auf jeden Fall auch rein. Immer ein Gegner deckt die obersten 7 Karten in der Bibliothek auf. Du kannst davon eine spontane. Ja. Seelenraub kennen wir schon. Nicht schlecht. Ja, reißt mich nicht vom Hocker. Aufblitzen ist immer gut. Ja. 2 Packungen noch, Leute. Untoter Diener. Jetzt kann ich schon wieder nicht groß und klein machen. Das ist ein bisschen blöd. Vor allem, weil hier unten, glaube ich, neue Sachen sind. Eine angreifende Kreatur kriegt bis 1/1 bis zu eines Zuges. Ne? Aufblitzen. Andere Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1/+1. Das ist gut. Und den kennen wir von eben. Nächste und letzte Booster-Packung. Für heute. So, neutralisiere einen Zauberspruch. Ja. Verzaubere eine Kreatur. Ziehe eine Karte. Ja, die kennen wir. Was haben wir denn hier? Grabklingen-Marodeur. Friede, eine Kreaturenkarte und dann Friedhof. Okay. Der marodierende Fleischsack. Ja, gut. Ja, ein bisschen was habe ich noch über. Aber für heute war es das erstmal, die Pack-Opening. Wir haben ein paar gute Karten von unserem Opferdeck gezogen. Ein Ausrüstungsdeck, also so ein Verzauberungsdeck, denke ich, ist auch drin inzwischen. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Kali. Tschüss.